So, servus Leute, willkommen zurück zum nächsten Gewinnspielvideo. In diesem Video werde ich mein Hauptwild abernten und dann werde ich auch meine ganzen anderen Wunschbrunnen mal abernten, weil mich einer gefragt hat, wie viele Diamanten die Wunschbrunnen hergeben. Und ja, ich kann das halt jetzt nicht prozentual beantworten. Ich hatte mal irgendwann mal gelesen, dass das eine 1%ige Chance ist, dass ein Wunschbrunnen 50 Diamanten. Und wenn man halt weniger hat, dann ist das, ist die Chance auch sehr wenig, sehr gering, dass man Diamanten bekommt. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi oder so. Da gibt es ja ein paar YouTuber, die machen da richtige Statistiken und so. Und bei denen kann man ja mal schauen. Und ich kann das halt nicht beantworten, wie oft jetzt ein Wunschbrunnen Diamanten hergibt. Also ich bekomme halt immer täglich 200 bis 300 Diamanten, manchmal auch mehr, je nachdem. Und auch in ganz seltenen Fällen bekomme ich halt auch mal weniger. Also insgesamt habe ich momentan 499 Wunschbrunnen. Und jo, da gibt es halt jeden Tag mal was. Okay, das Video ist wieder ein Gewinnspiel. Wir machen wieder ein Gewinnspiel und wie gehabt. Video kommentieren. Ich kontaktiere euch dann auf Eldenborough. Es gibt dann wieder drei Plätze. Ne? 1000 Forge-Punkte für den ersten, für den zweiten 500 und für den dritten 300, 250. Einfach wie gehabt. Ne? Also ändert sich eigentlich nichts. Damit das Video mal vielleicht etwas unterhaltsamer ist und nicht immer das gleiche ist, enden wir hier erstmal meine Hauptwelt ab. Und dann gehe ich weiter in meine Wunschbrunnenwelten. Davon habe ich ja mittlerweile jetzt, glaube ich, 9. Und dann schauen wir mal, wie viele Diamanten wir dann am Ende bekommen. Dann nehme ich mal hier erstmal eine blaue Galaxie und den. Dann gucke ich, dass ich nicht über 99 komme. Die geben nichts. Erstmal hier meine. Okay. Jetzt bin ich bei 80 und den Rest sammle ich jetzt so ein. So. 1186 in der Leiste. Okay. Dann geht es weiter nach Greifenthal als erstes. Gucken wir mal. Dann schauen wir mal, wie viel der hergibt. 45 Diamanten, also 50 Diamanten habe ich bekommen hier aus Greifenthal. Also wie gesagt, insgesamt habe ich 499 Wunsch. Und da kann man mal sehen, wie viel 499 Wunschbrunnen mal abgeben. Ich kann das Video auch mal öfters machen. Dann kann man ja mal so sehen, wie viel Diamanten ich so in einer Woche bekommen habe. Als ich das erste Video gemacht hatte, hatte ich glaube ich so 4000 Diamanten. Und das müsste glaube ich so ja, 4, 5 Wochen her sein. Wenn ich mich nicht recht erinnere, muss ich mal gucken, wann ich das erste Diamantenvideo rausgehauen habe. Und mittlerweile bin ich jetzt bei 11.000 Diamanten. So, dann nehmen wir hier und gucken hier rechts. Der hat uns nichts gegeben. Da gehen wir halt direkt weiter nach Langendorn. Hier haben wir auch wieder 50, also insgesamt haben wir 100. Norasil. Norasil gibt uns auch nichts. Otrava. Otrava ist meine größte Wunschbrunnenwelt. Schauen wir mal hier. Und auch hier Niete. So, hier haben wir wieder 50, sind wir bei 150. Nach Quinier.
Wieder 50, sind wir bei 200. Rücknähe überspringe ich. Da ist ja nichts. Ist ja nur einer. Den kann ich noch nicht abernten. Und unser letzter. Wir sind bei 200, ne? Und hier gibt es auch nichts. Also 200 Diamanten bekommen. Natürlich muss ich dann. Wir haben einen neuen Wunschbrunnen abgeerntet, 45 abziehen, weil ich ja immer hier so einsamme, wegen Gemütlichkeit. Aber insgesamt haben wir 200 bekommen und die minus 45 muss man abziehen. Wie gesagt, also das ist so der Schnitt. Ich kriege auch manchmal mehr. Ich hatte auch schon mal 400, 500. So genau habe ich mir das aber auch nie aufgeschrieben, dass ich halt gesagt habe, okay. Aber ich kann nur halt sagen, am Anfang habe ich natürlich auch echt Geld ausgegeben, wo ich mal das Spiel angefangen hatte. Aber ja, und seitdem ich mir die Wunschbrunnen aufgestellt habe, dann geht es halt. Das ist halt so Farmen, das klappt echt wirklich gut. Ich kann es nur jedem empfehlen. Auf jeden Fall. Bin hier bei 11.000, ne? Vor 4, 5 Wochen oder so, als ich das erste Video rauskam, war ich bei 4.000 Diamanten. Jetzt sind es 11. Ich war auch schon mal bei 30.000. Ich habe das halt ausgegeben. Ich habe das immer ausgegeben. Bei jedem Event habe ich immer die Diamanten ausgegeben. Je nachdem, was der Hauptpreis halt war, damit ich mir halt auch mehrere Hauptpreise aufstelle. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis bald. Ciao, ciao.